Hallo und herzlich willkommen zum neuen Vlog. Gestern Abend dachte ich noch so, boah, geht's mir gut? Was ist da los? Ist mir endlich besser? Wobei es mir tagsüber auch so lala ging. Also mal so. Ich sag, das ist immer so ein Auf und Ab. Ich weiß gerade nicht, wie ich meine Jacke... Irgendwie ist die gerade komisch. Ignoriere sie einfach. Dann wache ich heute Morgen auf mit leichten Kopfschmerzen und Halsschmerzen. Die sind noch immer noch da, obwohl wir jetzt schon fast 13 Uhr haben. Und ich bin ja auch nur am Rotzeln und weiß ich nicht, also keine Ahnung, ob das wieder einfach nur so ein kurzes Tief ist und nachher wieder besser wird. Ja, es nervt. Es nervt nur sowas von. Ich könnte jetzt wieder nur schlafen. Ich bin auch richtig lange geschlafen. Ich habe, war ja gestern länger wach als die letzten Tage, also bis nach 10, was für mich dann schon lang war. An den Tag war ich immer spätestens um 9 im Bett. Und habe heute bis 9:45 geschlafen, was schon sehr untypisch ist für mich. Aber ich brauchte wahrscheinlich nach den beiden Nächten, wo ich so gut gar nicht geschlafen habe oder halt so oft wach war, brauchte ich das, glaube ich, einfach mal. Und ist mein Reizhusten jetzt weg, aber ich habe trotzdem noch so ein Kratzen im Hals und also mit viel Husten. Aber eh nicht mehr so ein Kitzelhusten, sondern wirklich jetzt normalen Husten. Aber ja. Es ist irgendwie nicht so doll. Heute ist irgendwie wieder doof. Ich möchte nachher trotzdem in meine Runde latschen. Frische Luft und so. Es soll irgendwie stürmisch werden, bis jetzt ist es zum Glück noch nicht. Ich hoffe, das bleibt auch so. Kann von mir heute Abend stürmisch sein, dann ist mir egal. Ja. Mal gucken. Also im Moment geht es mir so, als würde ich nur, ich könnte nur schlafen gerade. Einfach ins Bett legen und schlafen und nichts machen und einfach mehr. Ja. Doof. Okay, ich möchte euch nicht länger voll jammern. Von daher, ich hoffe, euch geht es besser als mir. Wir sind unterwegs. Ja, wir. Ich nehme die Haare zu Berge. Ja, welche Haare? Na, bei dem Sturm hier. Welche Haare? Na, die Haare. Welche Haare? Die Montici-Haare. Ist doch egal. Ja, ist ein bisschen windig heute. So langsam wird es windig. Aber trotzdem im Wind. Ja, ja, solange ich vorgehe, ne? Genau. Und du im Windschatten bist. Das ist eine gute Idee. Also, du kennst den Weg nicht, das ist doof. Ja. Weißt du, wir nicht, wo wir langlaufen. Aber ich. Wieder kreuz und quer. Gar nicht. Mit die Weltgeschichte. Ihr kennt den Weg ja schon. Ich. Also nicht komplett, aber. Naja, nicht komplett, aber wir gehen dann mal, ne? Hä? Zur Not fahren wir mit dem Bus nach Hause. Hier fährt kein Bus. Hier fährt kein Bus. Da kannst du vergessen. Du machst einen richtig Hoffnung hier. So wohnen wir hier hinten nicht. Tja, ist gut, ne? Oh. Wir laufen hier nur lang. Ja, ja. Wir sind gerade gemeinsam die Runde gelaufen. Ja. Ich bin höre und staune, er kam mit. Aber jetzt bin ich so fix und fertig, dass ich mich jetzt hier ins Bett verkrümel und lese und entspanne. Es ist echt irgendwie wieder schlimmer, ich weiß auch nicht. Muss denn sowas? Kann das nicht einfach weggehen? Dann bin ich wieder unscharf. Ich mag mich nicht. Jetzt. Ja. Ich lese hier seit gestern Abend und doch endlich wieder Frost und Pain. Hab aber beschlossen, dass ich immer, da sind ja 3 Bücher drin insgesamt. Aber man merkt, es ist einfach anstrengend. Ein bisschen laufen. Es ist richtig windig draußen. Das merkt man von hier draußen, von hier oben gar nicht. Da sieht man zwar, dass sich die Bäume bewegen, aber es ist ein so windiges. Merkt man nur draußen. Oh Gott. So, in dem Buch befinden sich ja 3 Bücher insgesamt, also 3 Kurz-E-Books. Ich habe beschlossen, immer ein Buch zu lesen. Ich bin jetzt beim zweiten fast am Ende und dann werde ich noch ein anderes Buch lesen. Und wenn das andere Buch zu Ende ist, werde ich das dritte Buch hier lesen. Ist es nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich das, weil es eh 3 Bücher eigentlich sind, werde ich es mit diesen Sammelbänden vielleicht immer so machen, weiß ich nicht. Aber bei dem und dem anderen werde ich es definitiv so machen. Und ja, oh Gott. Ich glaube, es geht langsam bergauf, aber irgendwie... Nope. Es ist wieder soweit. Betty, heute mal im Kleidchen. Heute mal. Mhm.
Sie macht sich heute mal hübsch. Hübsch für mich, guckt sie euch doch mal an. Du musst dann noch ein bisschen reparieren. Ja, ist durch Waschen jetzt passiert, ist nicht schlimm. Dann wollt ihr euren Dinger sowieso abmachen, die rosa Fuscheln da. Ja, hat Julien auch noch da? Oh ja, hier. Erst der Kopf. Bäh. Was denn? Ja, ein bisschen nach Silikon. Oh. So, dann komm mal ein bisschen rüber da. Hm? Oh, muss ich immer so stinke Zeug rein? Ganz ehrlich, mach deinen Scheiß alleine. Ich komme mir gerade überhaupt nicht klar. Was ist jetzt vorne oder was hinten? Warum haben die immer nur vier Finger? Tja, komm mal rüber. Boah, das ist widerlich. Komm, kleine Prinzessin. So, Hello Kitty in rosa. Na, siehst du hier doch mit weiß und ja, rosa. Mach ich. Na denn, tanz für mich. Nee. Oder für uns. Aber ein Gürtel wäre nicht schlecht, ne? Noch irgendwie rum. Ich sehe es nicht. Siehst du nicht? So, na dann nimm erstmal ab den Kopf. Auf meiner Runde, beziehungsweise auf der neuen Runde und habe gerade die Zeit genutzt, wo es nicht regnet. Und ja, ich hoffe, eure Stadt die Woche war besser als meiner. Meiner war nicht so doll, aber mehr als nachher, weil hier ist viel zu windig. Dann melde ich mich mal zu Wort, was heute war, beziehungsweise gestern Abend. Ich habe ja gestern schon gesagt, dass es mir überhaupt nicht gut geht und überhaupt und keine Ahnung was. Und ich bin schon unscharf. Yay. Ach, diese Kamera. Ja, und bin auch deswegen relativ früh schlafen gegangen, oder wollte es jedenfalls. So um 19 Uhr tatsächlich, weil ich so fix und knüttel war. Ich habe keine Lust auf irgendwas, ich will einfach nur noch ins Bett. Hab dann auch kurz geschlummelt, dann bin ich wieder hochgeschreckt oder irgendwas, was war ich denn wieder wach. Hab dann noch gelesen, weil dann war ich auch nicht im Bett und jetzt nicht. Und dann konnte ich nicht mehr schlafen. Also so, ich habe gefühlt gar nicht geschlafen, also ein bisschen schon, ich habe auch geträumt und alles mögliche, irgendwelchen Quatsch. Aber ja, ich habe sogar Milch probiert, ich habe sogar, was mir früher ganz oft geholfen hat, in meinem Kinderzimmer, Jugendzimmer, wie auch immer, mich einfach anders noch hingelegt. Also mit den Füßen zum Kopfende quasi, aber Kopfkissen mitgenommen natürlich. Hat auch nichts gebracht. Es hat überhaupt gar nichts geholfen, was ich sonst für Tricks anwende. Irgendwann bin ich dann mal eingeschlafen, dann fing mir an, Randale zu machen, beziehungsweise auf mich rumzulatschen, mich anzumotzen und überhaupt keine Ahnung was. Und ab 4 fing er auch damit an. Es ist, ja, grausig, grausig. Das Ende vom Lied, mir war klar, gestern Abend schon, ich werde heute zur Ärztin gehen und gucken, was die dazu sagt und überhaupt und weiß ich nicht was. Weil so kann ich nicht arbeiten gehen, das funktioniert nicht, wenn ich jeden Morgen auch mit Kopfschmerzen, Halsschmerzen aufwache, was auch heute Morgen wieder der Fall war, ist das nicht unbedingt so förderlich, glaube ich. Und ja. Ja, heute Morgen hat es dann erstmal schön gewittert. Mit richtig heftigem Regen, also wirklich, das war eine Wasserfront an der Scheibe. Und genau da, wo wir gerade losgehen, also kurz bevor wir losgehen wollten, und Anni meinte noch, das ist ja nur eine Husche. Ja, zum Glück war es das auch, als wir dann wirklich losgehen mussten, er zur Arbeit und ich zum Arzt, hat es dann aufgehört zu regnen zum Glück. Und wir konnten trockenen Fußes lostapsen, das heißt, naja, trockenen Fußes vielleicht nicht, aber wir wurden nicht noch mehr nass. Ja, bei der Ärztin habe ich dann gedacht, oh super, nur zwei vor mir, komme ich ja schnell dran, in der Akutsprechstunde, ja. Wenn denn mal alle in der Reihenfolge rangenommen werden, wie sie auch ankommen, wäre das super. Aber es wurden erstmal alle möglichen Leute aufgerufen, anstatt wir drei, die ja zuerst saßen. Dann irgendwann auch die drei, also die anderen beiden und ich. Aber das war eine Stunde später, ne. Ich saß dann eine Stunde in diesem
eigentlich anfangs leer im Wartezimmer. Das ist echt. Da muss man auch keine Akutsprechstunden machen, wenn man eh irgendwie in Wachlust und Laune aufruft. Ein bisschen merkwürdig, aber na gut. Ja, um dann noch 5 Sekunden bei der Ärztin zu sein. Die lief übrigens auch schon mit Mundschutz durch die Gegend. Ah je. Und hüstelte auch so ein bisschen. Also es kann sein, dass die dann auch wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen angeschlagen ist, schätze ich mal. Und sie meinte ja nur, ob es schlimmer geworden ist. Sie sagt ja, schlimmer nicht, aber es ist halt immer noch da. Und so ein Auf und Ab. Mal besser, mal schlechter. Aber nicht wirklich viel schlimmer als die schlimmste Situation am Anfang oder wie auch immer. Und meinte sie, okay, dann halt noch die Woche. Und, also krank geschrieben. Und wenn es schlimmer wird, soll ich sofort kommen. Ich so, yep, versprochen. Jaha. Ja. Oh Mann. Ja. Dann konnte ich wieder gehen. Der erste Bus kam dann auch gleich. Und den zweiten habe ich dann genau vor der Nase verpasst. Naja, was soll's. Ich bin froh, dass ich wieder hier war. Und ich bin endlich immer noch fix und knüll. Meine Runde ist jetzt ein bisschen größer. Ich habe auch mal wieder vergessen, die Zeit zu stoppen. Das vergesse ich hier jedes Mal. Ich musste erstmal gucken, kann ich da hinten überhaupt langlaufen? Mir war so, als wenn wir da schon lang gelaufen sind, aber es ist kein Weg eingezeichnet. Von daher musste ich erstmal gucken, ob da ein Weg ist. Ja, ein Trampelpfad. Also funktioniert es. Normalerweise ist bei, vor allem bei Pokémon, sind die ganzen Trampelpfade auch eingezeichnet als Wege. Aber der nicht. Da sind zu viele Bäume wahrscheinlich drüber, dass da nicht angezeigt wird. Das haben wir auch bei einem richtigen Weg im Park. Der wird auch nicht angezeigt, weil da zu viele Bäume drüber sind. Aber nun ja. Ja. Es war ein bisschen nass draußen. Also, als ich gelaufen bin, hat es nicht geregnet. Habt ihr ja gesehen, war ja schön sonnig. Jetzt ist es wieder grau und grau. Das heißt, ich habe es wirklich gut abgepasst, würde ich sagen. Es hat auch vorhin die ganze Zeit immer wieder geschüttet. Da habe ich schon gedacht, es fällt heute ins Wasser. Im Wasser das Wort mit dem Laufen, weil ich möchte nicht einmal so wirklich, wenn es so stark regnet, rausgehen und laufen. Aber es war sonnig. Wie für mich gemacht. Ja. Ansonsten mache ich heute nicht allzu viel, außer vielleicht nochmal versuchen zu schlafen zwischendurch oder so, keine Ahnung. Lesen. Ja. Rumgrammeln. Ich habe mir heute mein Lager hier aufgeschlagen. Muss ja nicht immer im Bett liegen, ne? Habe ich mir gedacht. Genau. So, ich habe meinen zweiten Kaffee für heute gemacht, den ich jetzt genüsslich schlürfen werde. Nachher noch Teechen und so, dann passt das schon. Dann wird es hoffentlich endlich mal besser werden. Es ist anstrengend. Naja, gut. Genug gejammert. Bis demnächst in diesem Theater. Was habe ich wohl vergessen? Meine Musik. Und ich sehe gerade an einer Tür. DPD, bitte hier klingeln. Hat noch jemand Probleme, dass die nicht klingeln? Was? Naja, der eine Bote ist irgendwie nicht sehr klingelfreudig. Ja, das war ich meine Runde. Meine zweite Runde für heute, die Rückwärtsrunde. Die neue, zum ersten Mal rückwärts. Habe ich hier gestern ein bisschen nur einmal gemacht. Aber auch besser so, weil gestern ging gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich mich heute überhaupt schon mal gemeldet habe. Auf jeden Fall geht es mir heute ein bisschen besser. Ja. Langsam geht es vielleicht doch irgendwie mehr bergauf, ich hoffe es. Aber das habe ich schon mal gedacht, wenn wir doch wieder so, boah, wir werden sehen, wir werden sehen. Ich hoffe es einfach, weil langsam reicht's. Ja, aber ohne Musik ist es tatsächlich ungewohnt. Nach so kurzer Zeit schon, aber es ist ja genauso mit dem Rundenlaufen generell. Nicht zu gehen war ja auch schon komisch. Deswegen musste ich auch von dem einen mal Regen raus. Das könnte mir riesen fitzen. Das wäre schlau am Laufen. Naja, es hat eine Parkrunde, ne? Von daher, die Park. Ich kann etwas Komisches sagen. Die Parkwege sind halt nicht befestigt, sondern. Ja, Sandwege. Genau. So. Und es ist kalt, aber nicht so eklig wie heute Morgen. Da habe ich es ja auch nochmal geringelt, kaum als ich draußen war. Nicht doll, aber. So, für mich wieder außer bleiben. Ich gehe hier lang. Ich sag, du kannst da bleiben. Naja. Und die Pferde sind da draußen. Wie schön. Die wären jetzt ja auch nicht draußen mit dem Sturm. Aber jetzt dürfen sie wieder raus. Jawohl. Und ich führe mich hier direkt an der Koppel vorbei. Wobei die
Blauen Zäune sind auch nicht gerade kabelgerecht, ne? Und ja, das hier ist meine neue Runde. Und gleich ist einfach mal ein Pferdehof vorbei, so ein Reiter. Genau. Aber kein Mensch bei einem Trampelpfad übersehen. Und dann wirklich da vorne nicht so richtig anfängt. Und dann nicht eingezeichnet ist und überhaupt, naja. Und hier ist der Pferdehof, der Reiterhof, wo ich jetzt die ganze Zeit lang laufen werde, bis zur Straße vorne. Und ja, ist auch alles überflutet von dem Sturm und Gewitter und weiß ich nicht was. Und toller Weg, oder? Nun ja, da vorne gibt es einen richtigen Weg, auch befestigten Weg. Einzige Stelle, wo befestigter Weg ist auf meiner Runde. Obwohl, stimmt gar nicht. Der Zickzackweg ist ja auch befestigt. Ach ja, schön.